Galoppel, Galoppel. Ach Mensch! Hat sich ja voll gelohnt! Da kann ich nur sagen, Galoppel, Galoppel, Galoppel. So. La 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 la
So, Freundin mit gelbem Pfeil. Gelbem Pfeil. Was heißt denn gelb eigentlich? So, lalalala. Wow, wieder reiten. Hey, da freue ich mich ja total. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Vor allen Dingen nicht mit der Action Cam. Lalalala. Diesmal reiten wir in Richtung 1. Ich hoffe, das dauert diesmal nicht allzu lange. Ich bin mir da nie so sicher. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß an dem Spiel, ne? Hauptsache, das wird millionenfach geguckt einfach. Ist halt auch viel, ganz klar das bessere Skyrim. Wir haben hier so aufregende Quests. Das ist einfach unglaublich so abwechslungsreich. Und die Gegend, das ist ja auch so eine dynamische Questgebung und so weiter. Dann auch noch der Pferdewettkampf, wo man ausnahmsweise mal reiten darf, statt zu reiten. Wow, sag ich mal, wow. So, wir sind zumindest schon mal in der richtigen Karte. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo der Pfeil hin zeigt. Und wahrscheinlich müssen wir hier gleich links ab. Würde ich mal vermuten. Ich reite hier einfach mal so lang und das wird schon irgendwie passen. Ach, gucke mal. Das total seltene Kraut. Huch. Ach, ich kann jetzt auch außerhalb der Wettkämpfe loszischen, habe ich gerade gesehen. Das wusste ich gar nicht. Ein seltenes Kraut, das rupfe ich aus, damit es ausgestorben ist. Und ich bringe nie diese Pflanze. Oh nein, mit zurückreiten. Oh nein. Wahrscheinlich sollen wir dann noch ein zweites Kraut holen. Und dann noch ein drittes Kraut und alles einzeln. Vielleicht können wir die ja auch selber anbauen. Ein bisschen wie beim Gartensimulator oder so. Da würde ich mich freuen. So. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hiervon Let's Play mache übrigens, ne? Also ich wollte nur mal sagen, ihr seid schuld. Ich wollte das ja überhaupt nicht. Ich wollte nach Folge 11 eigentlich schon abbrechen und es bei der Aufnahme belassen und dann, wurde da ja so vehement quasi, da gab es ja richtig einen Zwergenaufstand. Ne, also ein große Zwerge waren das zwar, aber... Hui. Und ich frage mich, ob die Hälfte von den Leuten, die für ein komplettes Let's Play gewotet haben, dann überhaupt zu Ende gucken. Und ich frage mich überhaupt, was bedeutet zu Ende gucken überhaupt? Wie lange müssen wir das ertragen hier alles? Weil ganz so spannend ist es ja auch nicht, trotz der Action Cam. Ja. Oh. Ich werde immer wieder an diesem Baum hier scheitern. Der steht aber auch gemein. Hier ist die Pflanze. Hey. Super. Ich kümmere mich jetzt um die Stute. Am nächsten Tage. Leider kannst du an der Geburt nicht teilnehmen, Lilly. Das Fohlen wird wohl heute zur Welt kommen. Aber wenn die Stuten gerettet sind, gibt es gar keinen Grund mehr, am Wettkampf teilzunehmen, oder? Hausmann wäre außer sich, wenn du die Werte des Reitsportbundes nicht verteidigen würdest. Oh Mann, da wäre ganz schön was los, um gar nicht auszumalen. Und außerdem kann uns Ruth von Guinness Mittel immer noch sehr nützlich sein. Damit können wir das Reservat schneller wieder bevölkern. Abgesehen davon gehst du in die Geschichte ein, wenn du den großen Preis von Längede gewinnst. Und ich sage extra von Längede, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Mhm. Oh ja, du hast recht, Leon. Wie immer. Ich bin aber ein kleines, dummes Blondchen. Na, dann viel Glück bei der Geburt. Tschüss, ich gehe jetzt.
sobald du bereit bist, geh zum Transporter und lade dein Pferd zum Geburtstag ein. Geh zum Pferdetransporter, um zum Wettkampf aufzubrechen. Schon wieder? Aber vorher kümmern wir uns natürlich wieder um Herrn Sultan. Der soll ja auch nicht leben wie ein Hengst. Also erstmal unsere Freundin Bas Sultan pflegen. Die mag das nämlich ganz gerne, die Kleine. Galoppel, galoppel, galoppel. Galoppel, galoppel, galoppel. Im Gegensatz zu mir. So. Boah, wie ätzend ist denn das mit dem Auswählen auch immer? Hier, seidige Bürste, tralala. Wo hast du dich nur rumgewälzt? So, guck mal. Hier wieder Graffiti-Spuren, Blut von Mordopfern, alte Rap-Texte. Du wirst wunderschön sein. Oh, hier erstmal die alten Rap-Texte aus dem Ding schütteln, den ganzen alten Dreck. So. Und die Zähne musst du ja auch mal putzen. Wieder stinkt. Ja, genau du. So, Wachstumsanzeige füllt sich. Und jetzt. Ab in die Waschanlage. Ja, wir sollten mal eine Waschanlage für Pferde kaufen. Wo hast du dich nur rumgewälzt? So, la. Du wirst blitzsauber sein. Mann, die Sprüche sind immer wieder abwechslungsreich und neu gleichermaßen, ist ja ein Traum. Ich spritz ab vor Freude, also das Pferd meine ich. Damit es sauber ist, nicht was, also und so. Es ist bald vorbei. Das mit dem Schlauch hier unten ist ja eh so eine Sache, die ich überhaupt bis heute nicht verstehe, wie man sowas, also... Das ist vollkommen falsch. Das ist, wer das programmiert hat, das kannst du so nicht bringen beim kleinen Mädchenspiel. Das ist daneben. Glückwunsch, Bas Sultan ist endlich ausgewachsen und steht jetzt auf der Koppel. Du kannst ab sofort darauf reiten, auf dem Bas Sultan. Na super. Vielleicht können wir den ja auch in die Obhut von Herrn Hausmann geben. Bas Sultan scheint sich mit den anderen Rappern gut zu verstehen. Was? Ich dachte, die haben Beef. So, gucken wir uns mal den Bas Sultan an. Bist du Bas Sultan, Freund? Ne, das ist Rost Y. Dann muss das da hinten Bas Sultan sein. Freundin Bas Sultan mag Feldfrüche. Feldfrüchte. Das ist ja ein Traum. Unsere Freundin Bas Sultan. Hey, Bas Sultan ist ausgewachsen. Was sagt ihr dazu? Viel Glück, Lilly. Bas Sultan ist mir scheißegal. Du musst schnell zum Pferdetransporter, um zum Turnier aufzubrechen. Ja. Okay, gut. Habe ich verstanden. Ausgewachsene und frisch geborene Pferde sind hier einfach scheißegal auf dem Reiterhof. Hier geht's einfach nur um Zucht und Gewinne. Das ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, wie es aussieht. Da wollen wir ja mal nicht so sein. Zum Wettkampf aufbrechen. So, Altai, Rusty. Adonis. Ich frage mich, ob wir vielleicht mal kurz einen Hengst zähmen sollen. Radja, Brand, Willi, Adonis. Ich möchte mal einen Hengst zähmen. Bevor wir jetzt zum Wettkampf aufbrechen, einfach nur, weil ich vielleicht... Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Reiterhof komplex programmiert wurde oder mit Hintergrund oder vielleicht auch mit Verbesserungsgeschichten. Ich weiß nicht, was die ganzen Ausbrüstungen und Schwämme und sonst was bringen. Ich glaube, das bringt letzten Endes gar nichts, aber ich gebe mich der naiven Hoffnung hin, dass wir vielleicht einen anderen Hengst zähmen können, der vielleicht schneller ist als so ein Rusty, damit wir noch ein bisschen Zeit sparen. So, komm, Bas Sultan, ich möchte auf dir reiten. Warte, das hört sich falsch an, aber ich bin Lilly und ich darf das sagen. Los, Bas Sultan! Du geile Stute! Hopp! Los, beweg dich, Bas Sultan! Sei nicht so faul! Hopp. Na also! Komm schon! Ich will ja nicht die Sporen geben müssen. So! Action Cam! Yum, 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 yum! Yum, 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 yum! So, ich reite mal zur 5, weil ich die Hoffnung habe, dass wir da eventuell auf die wildesten Pferde der Welt treffen.
Also der Reiterhoffeld. Einhörner. Oder Flugpferde. Oder vielleicht ein Porsche. Auf die Hochebene, auf die Hochebene, auf die Hoch, auf die Hochebene. Galoppel, 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 galopp, galoppel, 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 galoppel. Ich fasse mir gern an den Kopf, Kopf, Kopf. So, auf zur 5. Ich hoffe, das ist da, wo ich dachte, dass es ist hier, wo es immer so ein bisschen rot wird. Hier sieht es immer so ein bisschen gefährlich aus. In die Bärsche. Jawohl. Ach ja, schön in diese 10x10 Meter Maps. Da freue ich mich jedes Mal auf jeden Nachladebildschirm. Das ist wirklich das allergrößte von die ganze Welt. Ich hoffe, wir können da überhaupt einen zähmen und wir haben noch Platz auf der Koppel. Weil das wäre ätzend, wenn wir dann erstmal jemanden abgeben müssten. Ich gebe niemanden ab. Ich gebe niemanden ab. Kein Pferd gebe ich weg an Herrn Hausmann. So, wer sich wundert, warum ich hier absteige, naja, ihr wisst es doch. Wir pflücken uns erstmal wieder eins zurecht hier. Mut zur Pflücke, sag ich mal. Pflück. Warten, 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 pflück. Oh, da geht gerade eine Kerze aus hier vom Rechner. Ich spiele schon wieder mit Kerzenschein. Warten, 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 pflück. So, bist du? Ach da, streckst du mir deinen Arsch raus. Naja. Der Bass-Sultan. So. Hopp. Pferde haben wir keine, aber wir werden mal gucken, dass wir hier vielleicht irgendwo noch ein paar stramme Hengste herkriegen. Hopp. Aus dem Weg! Blökis! Süße Hopp. Kleine Blökis. Würde ich auch gerne zähmen oder ins Gatter sperren und mit Weizen füttern, aber falsches Game. Hopp. So, ich folge jetzt den Schildern zur 5. Ach stimmt, hier durch war das. So, dann müssten wir doch irgendwie noch ein Pferd finden. Hier waren sie doch, da sind sie ja. Na also. Wow. So, eins ist auch gleich abgehauen. Mal gucken. Ach, du bist meine Freundin. Genau. Wild beobachten. Ist aber ein Mädchen, ne? Rose. Die Rose, die Rose, die geht mir an die Hose. Das ist naschhaft. Mag Bergfrüchte. Der Hengst macht einen guten Eindruck. Ich werde mich ihm nähern, aber ich muss behutsam sein, um ihn nicht zu verscheuchen. Behutsam! Ich hab gar keinen Hut dabei! Behutsam! Keine Angst! Hab keine Angst! Hab keine Angst! Ich bin ganz lieb! So lieb! Ruhig, Brauner, ruhig! So ruhig! Ich komme dich zu holen. Du fragst dich sicher, was ich für ein Tier bin. Ich bin ein Auerochse. Ein Auerochse. Ich bin ganz harmlos. Sieh doch. Weil ich dir Auer mache. Auer?
Ja, ich weiß, dass du mich noch nicht kennst. Du kennst mich nicht, noch nicht. Machen wir ihn neugierig. Hey, ich mach dich mal neugierig. Neugierig. Geschafft, wir sind fast Freunde. Ach, sind wir befreundet. Ich würde es gerne streicheln. Ich will dich streicheln. Hallo. Komm zu mir. Komm zu mir. Jetzt scheinst du mich doch zu mögen. Ich will dich streicheln. Ich gebe ihm ein Zeichen. Ein Zeichen. Hey, komm mal rüber, Alter. Aha, langsam akzeptierst du mich. Der Alten beißt jetzt in den Kopf. Akzeptiere mich. Hier. Oh, guck mal. Da hat ein Hund hingeschissen. Jetzt sieh dir das mal an. Jetzt frisst er das. Ja, ich wasche mal meine Hände an ihm ab. Annäherung erfolgreich. Vertrauensgewinn jetzt möglich. So, Vertrauensgewinn. Hallo, Vertrauen, 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 Vertrauen. Er ist noch misstrauisch, aber wir werden jetzt mal schön hier. Wenn ich mich nicht irre, willst du dein Lieblingsobst? Das Lieblingsobst sind natürlich Waldfrüchte. Haben wir nur drei, naja. So, hier, Chibabchichi. Ach, Bergfrüchte. Scheiße. Nicht Waldfrüchte. Scheiß wählerisches Vieh, ich habe aber fünf. So, hier Gyros einmal Nummer 3 mit extra scharf. Ich soll dir den Bauch krauen? Nee. So, komm, hier einmal reiben. Oh, ich will dich anfassen. Oh, das fühlt sich so gut an. Oh. Ich weiß, du willst von mir am Hals gestreichelt werden. Oh, darf ich dich mal anfassen? Ich will dich überall begrabbeln. Oh, am besten mal hier. Moment, erst die Maus bewegen. Oh, hier. Oh, bin ich glücklich. Wenn ich mich nicht irre, willst du dein Lieblingsobst. Dafür hast du den Naschi verdient. Huch, Naschi sag ich. Hier, gedünsteter Igel von der Autobahn. Ja, das schmeckt ja wohl, mein Guter. Du kannst diesen Hengst reiten. Dann wollen wir genau das mal tun. Und ich weiß nur nicht, ob wir den jetzt zur Ranch kriegen. Zur Ranch. Hallo? Hallo, hallo. Vertrauen in den Reiten. So, ich würde jetzt gerne mit diesem... Ach komm, hier, Dingens, lass mal hier stehen. Bas Sultan Hengst kann ja gerne mit den anderen Pferden auf der Weide abhängen. Und wir kehren zurück mit einem besseren Pferd. Ich bin mal gespannt, ob sich das dann wirklich als schneller erweist im Rennen. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. So, la 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 la. Piu! Piu, piu! Hört sich mal an wie so eine alte Flugzeugdüse. Und ich frage mich wirklich, wer da auf die Idee kam, den Afterburner-Effekt einzubauen beim Pferderennspiel. Also bei Need for Speed und dem ganzen Krams und so, da verstehe ich das ja alles noch. Aber bei einem Pferderennspiel, na, ich weiß ja nicht. Galoppel, 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 Galopp, Lopp, 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 Lopp. So, und jetzt geht's wieder ab dafür.
Wow, ein echter Zeitlupensprung. Dieses Pferd kann selbst die Gravitation überlisten. Das ist ja unfassbar. Abgesehen natürlich von Warp 9. Ich habe das Gefühl, das hält ja auch gar nicht so lange vor bei ihm. Und das dauert länger beim Aufladen. Kann mich natürlich auch täuschen. Oder ist der letzte Wettkampf einfach schon so lange her? Galoppel, Galoppel. Ich bin mir da nicht so sicher. Hopp. 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 So. Und jetzt mit Action Cam über die Brücke. Und dann sind wir auch gleich da und dann können wir direkt nochmal das nächste Qualifikations... Na, diesmal haben wir es geschafft. Das nächste Qualifikationsgedingsebumse machen. Die Koppel kann keine Wildpferde mehr aufnehmen. Möchtest du Rusty in die Freiheit entlassen, um Willi in der Koppel aufnehmen zu können? Eigentlich nicht, aber ja.